15 Entenbrust mit Orangensauce, 35 Zubereitung pro Portion ca. 335 Kilokalorien, 28 Gramm EW, 21 Gramm F, 6 Gramm KH für 4 Personen, Buttermehl, 2 Entenbrustfilets, Klammer auf je ca. 300 Gramm, Klammer zu, Salz, Cayennepfeffer, 2 große Orangen, 1 davon Bio. 1. Die Butter und das Mehl mit den Fingern verkneten, Klammer auf für später, zum Binden der Soße, Klammer zu, in Folie wickeln und in den Kühlschrank legen. Die Entenbrustfilets kalt abwaschen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Die Haut mit einem scharfen Messer rautenförmig einritzen, Klammer auf 1, Klammer zu. Die Entenbrustfilets rundherum mit Salz und Cayennepfeffer würzen und mit der Hautseite in eine kalte Pfanne legen. Auf mittlere Hitze erwärmen und 6 bis braten, bis die Haut braun und kross ist. Die Entenbrüste mit einer Zange wenden, Klammer auf 2, Klammer zu, und in 7 bis fertig braten. 2. Inzwischen die Bio-Orange heiß waschen und abtrocknen. Von der Schale mit dem Sparschäler dünne Streifen abschälen und diese in feine Streifen schneiden, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Anschließend beide Orangen auspressen. 3. Die Entenbrustfilets aus der Pfanne nehmen, auf einen vorgewärmten Teller geben und zugedeckt 10 ruhen lassen. Inzwischen das Entenfett aus der Pfanne gießen, die Pfanne wieder erhitzen. Den Bratensatz mit dem Orangensaft ablöschen und 3. Bei großer Hitze einkochen lassen. Die Mehlbutter in kleine Stückchen zupfen und so viele Stückchen mit dem Schneebesen unter die kochende Orangensauce rühren, Klammer auf 3, Klammer zu, bis diese sämig bindet. Die Orangenschale unterrühren und die Soße mit Salz und Cayennepfeffer absilbern ecken. Die Entenbrustfilets quer in ca. 3 mm dicke Scheiben schneiden. Das Kartoffelgratin, Klammer auf Rezept, nächste Seite, Klammer zu, portionieren und auf eine Seite der 4 Teller setzen. Die Sali jeweils als Spiegel auf die andere Tellerseite gießen und die Entenbrust darauf anrichten. Zeitplan fürs Wintermenü: Wer das dreigängige Wintermenü zubereiten möchte, geht am besten so vor. 1. Rotwein, Ingwer, Birnen zubereiten. 2. Das Kartoffelgratin vorbereiten und in den Ofen schieben. 3. 25 später die Entenbrüste und die Soße zubereiten. 4. Kartoffelgratin 10 zugedeckt ruhen lassen, Teller im ausgeschalteten Backofen vorwärmen. 5 Kartoffelgratin portionieren und auf 4 Teller geben, Orangensauce und Entenbrust, daneben anrichten. 6 Wenn der Hauptgang verspeist ist, die Vanillesauce zubereiten und mit den Rotwein-Ingwerbirnen servieren.